Einen schönen guten Abend Ihnen allen zusammen. Mein Name ist Klaus Holzer, ich bin Vertriebsleiter bei Paijung und begrüße Sie sehr herzlich zu unserem fünften Montagswebinar. Wir sind begeistert von der großen Resonanz, die wir für unsere Webinarreihe erfahren. Auch heute wieder über 200 Anmeldungen, die wir erhalten haben. Vielen Dank dafür. Zu unseren heutigen Themen und Referenten. Wir mussten jetzt endlich der hohen Teilnehmerzahl aus Österreich Rechnung tragen und haben deshalb für das heutige Webinar ausschließlich Referenten aus der Alpenrepublik eingeladen. Als erstes spricht Dr. Gernot Korsewski vom Landeskrankenhaus Feldkirch in Vorarlberg über den Adduktorenkanalkatheter bei Knietepp. Sie kennen ja alle diese Diskussionen über Katheter und LIA und so weiter. Und wir hoffen, dass Sie ein paar Anregungen für Ihre Gespräche mit Ihren Orthopäden heute Abend mitnehmen können. Das zweite Thema ist auch ein hochaktuelles, das auf Sie alle zukommt, falls Sie es nicht bereits hinter sich haben: die Umstellung auf die neuen verwechslungssicheren Konnektoren Enerfit. Dr. Andreas Liedler von der Uniklinik St. Pölten spricht über die Erfahrungen, die man dort mit dieser Umstellung gemacht hat. Nun starten wir mit Dr. Gorzewski und dem ersten Vortrag. Ja, sehr geehrter Herr Holzer, vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Webinar. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass Sie heute teilnehmen und darf Ihnen nun einiges berichten zum Adduktorenkanalkatheter und wie wir diesen integrieren in ein Behandlungskonzept für Patienten, die eine Knietepp erhalten. Es gibt unzählige Interessen bei so einer Knietepp-Operation. Es gibt unsere chirurgischen Partner, die in den letzten Jahren sehr darauf drängen, dass die Patienten möglichst frühzeitig mobilisiert werden können. Und unser ureigenstes Interesse als Anästhesisten ist eine sehr gute Analgesie, die sich nicht nur auf die operative Phase per se und den Aufwachraum, sondern auch auf die postoperative Phase auf den Stationen erstreckt. Ja, und zwischen diesen zwei Welten befindet sich der Patient und er fragt ja, kann ich denn nicht beides haben, eine gute Mobilisierbarkeit und eine gute Analgesie? Ich habe Ihnen hier anfangs eine Studie mitgebracht von Abdallah, 2016 publiziert. Hier wurden 11 Probanden im Crossover-Design untersucht. Die haben entweder eine Femoralis-Blockade oder einen Adduktorenkanalblock erhalten, und zwar mit 30 Milliliter Bupivakain, und zwar nur 0,1% versus Placebo. Auf der Ordinate aufgetragen sehen Sie die maximale willkürliche isometrische Kontraktilität der Muskulatur. Und Sie sehen die rote Kurve hier über die Zeit 15, 30 und 45 Minuten aufgetragen, wie durch die Femoralis-Blockade mit 0,1%igem Ropivacain die Kraft doch deutlich nachlässt. Auf der anderen Seite sehen Sie, wie Sie mit einem Adduktorenkanalblock diese willkürliche Kraft doch nahezu erhalten können. Ich möchte hier noch anmerken, dass in dieser Studie die Blockade, die sogenannte Adduktorenkanalblockade in Höhe Mitte-Oberschenkel durchgeführt wurde. Wir werden später noch sehen, dass es vielleicht günstiger ist, ein wenig tiefer zu stechen. Ja, und wie setzen wir das Ganze in die Praxis um? Herr Holzer hatte schon gesagt, es gibt die LIA, die Lokalanästhetika-Infiltrationsanalgesie, die momentan sehr en vogue ist. Und wir Anästhesisten, wir lieben unsere Regionalanästhesie-Katheter und möchten sie zum Einsatz bringen. Und der arme Patient, ja, muss er sich denn jetzt nun entscheiden? Da ja bekanntlicherweise sehr viele Wege nach Rom führen, darf ich Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nun bitten, sich zu äußern, wie Sie am liebsten Ihre Patienten behandeln, die mit einer Knietepp-Anfrage zu Ihnen kommen. Sie können nun auswählen, eine Abstimmung durchführen. Sind Sie ein Allgemeinanästhesist, der gerne eine Vollnarkose durchführt? Kombinieren Sie das gerne mit einer systemischen Therapie oder plus einer LIA oder plus ein regionalanästhesiologisches Single-Shot-Verfahren? Sind Sie Katheteranhänger, Femoralis-Katheter oder in Kombination mit einem Mechanikus? Führen Sie selbst Adduktorenkanalkatheterverfahren durch oder nutzen Sie die Region als Single-Shot und kombinieren das eventuell mit einem sogenannten IPEC?
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Spinalanästhesien per se intraoperativ durchzuführen und diese mit den gleichen Modalitäten zu kombinieren. Ja, ich bin gespannt auf Ihre Antwort. Wir werden jetzt 15, 20 Sekunden warten, bis alle abgestimmt haben. Und ich werde Ihnen dann die Ergebnisse vorlesen. Zu der ersten Kombination mit Allgemeinanästhesie sehe ich jetzt auf dem Bildschirm, dass die meisten von Ihnen, also 33%, diese gerne mit einem Femoraliskatheter kombinieren. Nur systemische Analgesie dazu, postoperativ, machen kaum Kolleginnen und Kollegen. Das zweithäufigste ist Femoralis- und Ischiatikuskatheter. Dann kommt die LIA mit 24% und Adduktorenkanalkatheter sind doch immerhin 12%, die diesen durchführen. Eher geringer wird Single-Shot-Regionalanästhesie durchgeführt oder Adduktorenkanal-Single-Shot-Verfahren. Diejenigen von Ihnen, die gern eine Spinalanästhesie durchführen, kombinieren diese auch wieder am häufigsten mit einem Femoraliskatheter, gefolgt gleichwertig von einer LIA plus systemische Therapie oder Femoralis plus Ischiatikuskatheter. Und dann kommen irgendwann mit 14% doch immerhin schon Adduktorenkanalkathetern, systemische Therapie und Adduktorenkanal-Single-Shot-Verfahren unter 10%. Ja, vielen Dank für die Teilnahme. Ganz grundsätzlich möchte ich nun einen kleinen Blick darauf werfen, wie sich diese vielen verschiedenen Verfahren auf logischer Basis unterscheiden. Wir kennen verschiedene Lokalanästhetika, kurzwirksame und langwirksame, und wir kennen Adjuvantien, die wir hier und da gerne einsetzen. Damit können wir die Wirkdauer unserer Analgesie ein wenig variieren, kommen aber nicht auf einen ganzen Tag. Es sei denn, man kombiniert das Ganze mit einem speziellen pharmakologischen Verpackungsmechanismus, sodass wir zum Beispiel ein liposomales Bupivacain einsetzen können. Da sind Analgesiezeiten bis 72 Stunden beschrieben worden. Und dann gibt es da entgegen die Kathetertechniken, die wir theoretisch beliebig lang anwenden können. Der große Vorteil von diesen Kathetertechniken ist einerseits, dass wir relativ zügig postoperativ sehen können, indem wir den Katheter einmal kurz nicht bedienen, ob wir eine Erholung der Neurologie haben, und wir können im weiteren Verlauf auch einen Auslassversuch starten und überprüfen, ob der Patient oder die Patientin schon reif dafür ist, den Katheter wieder herzugeben. Wenn wir diese zwei großen Lager, die LIA-Anwender und die Adduktorenkanal-Katheterverfechter vergleichen, dann sehen wir, dass wir diese einordnen können in diese Tabelle. Denn bei einem LIA-Verfahren, das ist mir eine ganz wichtige Botschaft, handelt es sich eigentlich um ein regionalanästhesiologisches Verfahren, einem Single-Shot-Verfahren mit einem Adjuvans, zum Beispiel Adrenalin. Aber es bleibt ein Single-Shot-Verfahren und nach Abklingen dieses Single-Shots ist eine Anschlussanalgesie notwendig. Klassischerweise kennen wir Katheterverfahren, dass wir diese mit einer Regionalanästhesie-Pumpe versehen, Lokalanästhetika über die Pumpe den Patienten applizieren. Aber ich werde darauf eingehen, es muss nicht immer eine Pumpe sein. Auch ein Katheter kann einmal am Patienten sein, ohne Pumpe. Und wir können durch repetitive Bolusgaben die Wirkung ähnlich einer Pumpe aufrechterhalten. Eine große Studie habe ich Ihnen doch noch mitgebracht, wenngleich das Hauptaugenmerk dieses Vortrags auf Tipps und Tricks für die Praxis liegen soll. In einer Meta-Analyse aus dem letzten Jahr sehen Sie hier die NRS-Werte, also die Schmerzstärke bei Bewegung nach 12 Stunden, 24 und 48 Stunden. Sie sehen, dass der Diamant zugunsten des kontinuierlichen Adduktorenkanalblocks, also der Adduktorenkanalkatheter, ausschlägt, zu Lasten der Single-Shot-Anwendung, auch beim Adduktorenkanal-Block. Rot habe ich Ihnen links dargestellt, dass eigentlich in allen bis auf einer Studie dieses Verfahren immer mit einer LIA kombiniert wurde. Also die LIA als Single-Shot-Verfahren gewinnt nicht wesentlich durch eine Single-Shot-Adduktorenkanal-Blockade. Beides sind Single-Shot-Verfahren. Aber mit einem kontinuierlichen Verfahren, einem Katheter, können wir doch noch ganz Gehöriges herausholen. Der Nervus femoralis ist einer der wichtigsten Nerven für die Analgesie des Kniegelenks.
mit seinen Endästen. Schon im Bereich der Leiste trennt er sich in seine Äste auf. Und eigentlich interessieren uns die sensiblen Äste, die für die Analgesie des Knies relevant sind. Zum Beispiel der Nervus saphenus oder ein Ramus muscularis für den Vastus medius und vielleicht noch der Abgang vom Nervus saphenus, den Ramus infrapatellaris. Ich möchte Ihnen zu Beginn auch schon noch einmal ein bisschen etwas mitgeben bezüglich der Anatomie und den neuen Begrifflichkeiten, die sich verbinden mit den Adduktorenkanalkathetern. Wir haben das Leistenband und eine wichtige Landmarke, den Musculus sartorius. Dann kennen Sie auch den Musculus adductor longus und nun gibt es den sogenannten Begriff des Femoral Triangles. Hier handelt es sich um eine dreieckige Region, die begrenzt wird vom Leistenband cranial und von der medialen Kante des sartorius und der medialen Kante des Musculus adductor longus. Und die Spitze dieses Dreiecks ist genau der Punkt, wo sich nach distal hin die Membrana vasto adductoria ausbildet. Eine membranöse Struktur zwischen vastus medialis und adductor magnus. Und dieser Adduktorenkanal endet im Hiatus adductorius. Und wenn wir die Gefäßnervenbahn weiterverfolgen, landen wir schlussendlich in der Poplitea. Schauen wir uns diese Region der Membrana vasto adductoria nochmal genauer an, dann sehen wir, dass wir eine gute Landmarke finden, die Arteria femoralis superficialis, den Musculus adductor magnus, den Nervus femoralis, der einerseits die Äste zum Ramus, die muskulären Äste zum Vastus medialis abgibt, und dann den schon angesprochenen Nervus saphenus, mit einer begleitenden Arterie, die Arteria genicularis descendens und hier noch abgehend der Ramus infrapatellaris. In den frühen Studien zum Adduktorenkanal hat man versucht, den Oberschenkel zu betrachten und zu halbieren und hat dann gemeint, man ist schon auf Höhe des Adduktorenkanals und hat von Adduktorenkanalblöcken gesprochen. Aber wie Sie hier auf diesem Schema aus dem Netteratlas sehen, beginnt der Adduktorenkanal mit der Membrana vasta adductoria erst im Übergangsbereich zwischen mittleren und distalen Drittel des Oberschenkels. Dies können Sie hier auch noch auf diesem Probandenfoto aus dieser Studie sehen. Der rote Pfeil zeigt auf die Mitte mit Thigh und der blaue Pfeil zeigt auf den Beginn des Adduktorenkanals und am grünen Pfeil finden Sie den Hiatus adductorius, wo der Adduktorenkanal endet. Diese bindegewebige hyperechogene Struktur spannt sich aus zwischen Vastus medialis, VM hier dargestellt, und dem Adductor magnus, AM, dargestellt. Mit dem Asterix, mit dem roten Asterix, sehen Sie unsere schöne Leitstruktur, die Arteria femoralis superficialis. Wenn wir die Variabilität der Menschen betrachten, dann sehen Sie, dass in 18% der Fälle durchaus der Nervus saphenus schon durch die Adduktorenmembran hindurch austritt, ohne den Hiatus wirklich zu passieren. Ich darf nun mit Ihnen eine kleine Reise veranstalten vom Leistenband her, wo wir die Region sehr gut kennen, die Arteria femoralis, den Nervus femoralis und den Musculus iliopsoas. Wir gleiten mit dem Schallkopf dann ein wenig nach distal, finden wieder die zwei Gefäße als Landmarken und den Musculus sartorius, der uns die ganze Zeit begleiten wird, und hier unten in der Tiefe den Musculus adductor longus. Wenn wir weiter nach distal gleiten mit dem Schallkopf, finden wir neben der Arterie und dem Musculus sartorius den Musculus adductor longus, der nun ein wenig weiter nach links im Bild zieht, und der Musculus sartorius zieht weiter nach medial, und diese beiden medialen Kanten des sartorius und des adductor longus bilden hier einen Kreuzungspunkt und hier endet das sogenannte femoral triangle nach distal. In der Tiefe finden wir hier den Musculus adductor magnus, der bei weiterem Verschieben des Schallkopfs nach distal zunehmend nach lateral sich verlagert und wieder überdeckt wird vom Musculus sartorius. Und Sie sehen jetzt hier auch eine echogene bandartige Struktur, die Membrana vasto adductoria, die den Adduktorenkanal bedeckt.
Wenn wir noch weiter nach distal fahren, sehen wir, dass die membranartige Struktur nun schon wieder verschwindet, die Gefäße in die Tiefe sich verlagern und der Musculus sartorius noch weiter nach medial hinausgezogen ist. Am Ende habe ich Ihnen noch ein Bild gezeigt, wo Sie die Arteria genicularis descendens hier noch sehen können und die Gefäße sind schon in die Tiefe verschwunden. Im anatomischen Präparat sieht es folgendermaßen aus. Wir sehen unsere wichtige Leitstruktur, den Musculus sartorius, anterior den Musculus vastus medialis, den Musculus adductor longus, dorsal des Musculus sartorius. Wenn wir diesen letztgenannten Muskel nach ventral verlagern, finden wir darunter die Membrana vasta adductoria und darunter verborgen den Nervus saphenus mit der begleitenden Arteria femoralis. Und wenn wir nun die Membrana vasta adductoria noch wegpräpariert sehen, dann finden wir die Aufgabelung des Saphenus in seinen Saphenus endast und den Ramus infrapatellaris. Nun suchen wir einmal einen idealen Ort, wo wir eine Adduktorenkanalblockade durchführen können. Sie sehen die pulsierende Arteria femoralis superficialis und beim Gleiten nach distal fällt plötzlich eine hyperechogene Struktur auf, die bei weiterem Verfolgen die Arterie nach unten drückt. Diese verschwindet dann in der Tiefe und auch irgendwann hört im Hiatusbereich die Membrana vasta adductoria auf. Ich habe ja versprochen, dass ich Ihnen einige Tipps und Tricks zur Durchführung der Adduktorenkanalblockade und der Katheteranlage mitbringe. So ist es, glaube ich, gar nicht unclever, wenn man versucht, diese hier relativ kurz dargestellte Membrana vasta adductoria ein wenig länger zur Darstellung zu bringen, indem man den Schallkopf, wie Sie hier links im Bild sehen, rotiert. Einerseits verlagert man die Einstichstelle dabei nach kranial und ist weiter weg vom Verband nach einer Knie-Tap. Und andererseits haben wir die Stichrichtung bei einer In-Plane-Technik jetzt fast entlang des Adduktorenkanals mit Ausrichtung in die Popliteia. Und Sie sehen jetzt, dass wir durch diese Rotation die darstellbare Membranlänge deutlich verlängern konnten. Und bevor wir nun mit der Nadel in Plane einstechen, haben wir es uns ja fast zur Regel gemacht, den amplitudenkodierten Farbdoppler kurz zu aktivieren, um uns ein Bild von der Gefäßsituation im entsprechenden Gebiet zu machen, um eben auch so unangenehme Hautblutungen aus Hautästen von Arterien und Venen zu vermeiden. Wenn wir dann mit der Nadel in Plane kommen, suchen wir den Adduktorenkanal auf, überqueren die Arteria femoralis superficialis und nun sehen Sie, dass bei der Injektion die Membrana vasta adductoria aufgespalten wird. Dies ist mir eine sehr wichtige Botschaft. Schauen wir uns diese ganze Region nochmal an. Wir haben die Nadel hier zurückgezogen und wollen noch ein Blatt dieser Membran weiter aufnehmen. Und wir injizieren hier Lokalanästhetikum und separieren eine weitere blattartige Struktur, ein Teil dieser Membran, die auf uns wirkt wie eine Art Blätterteig mit verschiedenen Schichten. Sie sehen diese Schichten hier sehr deutlich und ich glaube, es ist eine wichtige Botschaft, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte, wenn wir erkennen, dass wir eine Verteilung des lokalen Ästhetikums brauchen, die eben nicht sich in der Membrana vasta adductoria hinein ausbreitet, sondern in den eigentlichen Adduktorenkanal. Gerne penetrieren wir die Membrana vasta adductoria, hier kommen wir von kranial links ins Bild mit der Nadel, möglichst frühzeitig, um eine lange Strecke unter der Membran selber zu haben, damit der Katheter möglichst stabil zu liegen kommt. Wir injizieren hier schon bereits, um die Strukturen von der Nadelspitze möglichst fern zu halten. Es ist eine Hydrodissektionstechnik. Wir separieren den Nerv, den Sie unter der Spitze gerade gesehen haben, den Nervus saphenus, und überqueren nun die Arteria femoralis superficialis. Sie sehen auch in dieser schönen In-Plane-Darstellung zahlreiche Reverberationsartefakte der Nadel. Und bei der Injektion, wenn wir dann sicher sind, dass sie schön ausbreitet, bewegen wir den Schallkopf ganz bewusst neben die Nadel. Und bei der zügigen Injektion nun sehen wir, dass wir die Arterie nach dorsal verdrängen können und so eine
umgekehrt U-förmige Ausbreitung des lokalen Anästhetikums um die Arterie im Adduktorenkanal erzielen können. Also diese Art von Ausbreitung des lokalen Anästhetikums ist uns sehr wichtig, damit wir nachher eine gute Wirkung erzielen können, die dann bis in die Popliteer hineinreichen kann. Nun legen wir diesen Katheter danach ein. Sie sehen die lange Verlaufstrecke unter der Membrana vasa auditoria. Links im Bild haben wir diese penetriert, haben den Katheter über die Arteria femoralis hinweg gelegt nach posterocaudal und haben dann den Katheter noch ein wenig zurückgezogen, am Ende eine Luftinjektion durchgeführt und Sie sehen, in welchem Bereich sich die Luft problemlos und nachher das Lokalanästhetikum um die Arterie herum ausbreiten kann. Im Anschluss wird der Katheter mit einem Fixierungspflaster verklebt. Sie sehen nebenbei, dass wir relativ weit entfernt sind vom Operationsgebiet und dem Verband. Und Sie sehen auch in etwa, können Sie sich vorstellen, den Katheter, wie er aus dem Pflaster herauskommt. Das ist in etwa die Lagerichtung auch nach distal. Ja, und wir verwenden Katheter, die eine Seele haben, ein Mandrin. Und ohne dass man es wirklich taktil merkt, kann man durchaus den Katheter auch mal in den Muskel hineinlegen. Und so ist es uns wichtig, dass wir die Katheterlage, nachdem der Katheter hineingeschoben wird, nochmal überprüfen und gegebenenfalls den Katheter so weit zurückziehen, dass wir wirklich im Adduktorenkanal uns wieder befinden. Denn auch eine rein intramuskuläre Lage würde nicht zum gewünschten Therapieerfolg führen. Bei diesen Katheterüberprüfungen sieht man zum Glück sehr selten, aber doch auch manchmal etwas Kurioses. Sie sehen hier das Signal der Vena femoralis und den doppellinierten hyperechogenen Katheter, der mit den gelben Pfeilen markiert ist. Links im Bild androkranial. Von dort haben wir nach posterocaudal, nach rechts im Bild, den Katheter eingelegt. Und Sie sehen nun im bewegten Bild, dass der scheinbar doch durch die Arteria femoralis hindurch platziert wurde. Wir haben den Katheter nun kontrolliert zurückgezogen. Achten Sie mal bitte auf das potenziell distale Ende des Katheters. Solange der Katheter durch die Arterie hindurch liegt, passiert natürlich nichts, wie beim Single-Shot-Verfahren. Aber ein Katheter im Gegensatz zum Single-Shot-Verfahren kann sich auch zurückbewegen. Bis jetzt. Und jetzt haben Sie gesehen, wie plötzlich Blut aus dem Gefäß in die Umgebung herausgetreten ist, aus dem distalen Punktionsloch des Katheters. Und dann konnten wir in der Tat auch Blut aspirieren und haben den Katheter nochmal neu angelegt, ohne dass der Patient dabei in irgendeiner Weise zu Schaden kam. Aber dies soll eine Ermutigung sein, dass man die Katheterlagen vor Inbetriebnahme kontrolliert. Ich habe schon angesprochen, dass wir diese Adduktorenkanalkatheter in einem multimodalen Konzept sehen. Intraoperativ führen wir, wenn möglich, eine Spinalanästhesie durch mit hyperbarem Bupivacain und 20 Mikrogramm Fentanyl und legen ganz bewusst den Katheter gerne postoperativ im Aufwachraum an. Das hat den großen Vorteil, dass wir bei der Umlagerung der Patienten in den OP und aus dem OP nicht in Gefahr laufen, den Katheter zu luxieren. Wir spritzen 30 ml Bupivacain 0,2% plus 100 Mikrogramm Dexmedetomidin, wobei wir das Dexmedetomidin als Off-Label-Use verwenden. Wenn die Patienten die Spinalanästhesie ablehnen oder es Kontraindikationen dafür gibt, führen wir durchaus auch eine allgemeine Anästhesie durch. Dabei legen wir den Katheter bereits präoperativ, auch wieder im Aufwachraum, so dass wir die Wirkung des Katheters auch intraoperativ nutzen können. Wir bestücken ihn mit der gleichen Substanzauswahl wie gerade eben. Intraoperativ erhalten die Patienten fix Dexamethason, Diclofenac und Metamizol, beziehungsweise bei Kontraindikation Paracetamol. Unsere operativen Partner führen am Ende der Operation eine LIA durch mit Bupivacain 0,2% plus Ephedrin. Und dann kommt die große Frage, wie kann der Patient denn mobilisiert werden? Da darf kein Plastikschlauch an dem Patienten dran liegen.
Die Katheter wollen wir aber trotzdem, weil wir der Ansicht sind, dass der Patient auch nach der Wirkdauer eines Single-Shots noch eine suffiziente Analgesie benötigt. Und die Pumpe würde den Patienten nun eher stören, sodass wir postoperativ diesen Katheter nicht mit einer Pumpe versehen, dafür aber zweimal täglich mit 30 Milliliter Ropivacain in 0,2%, das sind 60 Milligramm, plus 90 Mikrogramm Dexmedetomidin bis zum dritten postoperativen Tag morgens bestücken. Dazu erhält der Patient eine systemische Analgesie mit Hydromorphon 2 Milligramm retardiert morgens und abends, 1,3 Milligramm bei Bedarf dazu, 1 Gramm Metamizol viermal täglich, Pantozol zum Diclofenac, das er zweimal täglich bekommt, bei erhaltener Nierenfunktion. Und sollte diese eingeschränkt sein, dann kommt Paracetamol zum Einsatz. Entschuldigung, hier viermal täglich soll es sein. Was sind meine wichtigen Botschaften, die ich Ihnen aus der persönlichen Erfahrung heraus für die Adduktorenkanalkatheter mitgeben möchte? Zunächst einmal, denke ich, ist es sinnvoll, dass Sie möglichst erst nach Abschluss der operativen Maßnahmen, wenn irgendwie möglich, den Katheter anlegen, damit Sie die ersten zwei Gefahrenstellen für Dislokationen vermeiden. Stellen Sie die Membrana vasta adductoria möglichst in der langen Ausdehnung dar, das heißt nach Rotation diagonal. Wählen Sie die Einstichstelle möglichst kraniolateral, dann sind Sie weit entfernt vom Verband und die Stichrichtung anschließend nach mediokaudal, quasi in Verlaufsrichtung des Adduktorenkanals, und untertunneln Sie diesen möglichst früh, damit Sie dadurch den Katheter quasi stabilisieren können. Durch ein sogenanntes Inject-as-you-go-Verfahren können Sie die Nervenbahnen, die Sie quasi überkreuzen, hydroseparieren. Sie überkreuzen auch die Arteria femoralis superficialis. Denken Sie bitte hier an das Bild des sogenannten Blätterteigs. Vermeiden Sie eine Injektion in den Schichten der Membran. Versuchen Sie, unter diese zu injizieren, dass Sie die Arteria möglichst nach dorsal verlagern bei der Injektion. Und das ist ganz geschickt. Wenn Sie dann dabei auch die Nadel nicht mehr darstellen, sondern mit dem Schallfenster neben die Nadel gleiten, damit Sie durch die Reverberation die Nadel selbst nicht verdecken. Wir wählen bewusst hohe Volumina im Gegensatz zu einer Saphenous-Single-Shot-Blockade, wo wir wenige Milliliter nur verwenden, brauchen wir bei der Adduktorenkanaltechnik hohe Volumina, um nicht nur die regionalen Nerven zu erreichen, sondern auch eine Ausbreitung bis in den Kniekehle zu haben und den dort vorhandenen Kniekehlenschmerz unterdrücken oder kontrollieren zu können. Dafür brauchen wir nur eine niedrige Konzentration und erhalten uns dabei die Kraft im Bein der Patienten, sodass diese gut mobilisierbar sind. Mit diesen Tipps und Tricks bin ich nun am Ende meines ersten Teils dieses Webinars. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Ganz herzlichen Dank dafür und darf nun überleiten zu meinem Kollegen aus St. Pölten. Andreas Liedler ist seit Jahren ein begeisterter Regionalanästhesist, ist ultraschallaffin und ein wirklicher Pionier auf diesem Gebiet, wie Sie im Folgenden gleich hören werden. Alles Gute. So, ein ganz anderes Thema, das ich Ihnen präsentieren darf. Enerfit, es geistert jetzt doch schon seit einigen Jahren durch die Anästhesieszene. Ich werde immer wieder gefragt, was bringt das Ganze? Brauchen wir das überhaupt? Ich denke mir, das ist etwas, was uns alle betrifft, weil wir doch eine deutlich höhere Sicherheit brauchen. Zum Beginn. Das ist etwas, was Sie vielleicht schon einmal irgendwo gesehen haben, vielleicht selber oder zumindest gehört haben. So etwas kostet, wenn es beim Auto passiert, ein bisschen Geld. Im schlimmsten Fall ein paar tausend Euro. Im günstigsten Fall gerade mal eine Tankfüllung. Das ist etwas, was ungefähr 5000 Mal pro Jahr, zumindest laut Quellen des ADAC in Deutschland, vorkommt. Mir selber ist es auch schon vor ein paar Jahren passiert. Allerdings mit meinem neuen Auto kann das nicht mehr passieren,
weil auch die Autoindustrie hat sich etwas einfallen lassen. Das ist ein Easy-Fueling-System, wo eine Verwechslung der Zapfpistolen ganz einfach nicht mehr möglich ist. Man sieht die beiden Zapfpistolen für Benzin deutlich dünner, kann den Anschlussstutzen für Diesel nicht auf beiden Seiten berühren und damit geht die Klappe nicht auf und es kann kein Tankvorgang eingeleitet werden. Erst wenn man mit einer richtigen Zapfpistole arbeitet, kann getankt werden. Ja, wenn das Ganze in der Medizin passiert, dann kostet das das Leben und nicht nur ein paar tausend Euro im schlimmsten Fall. Wir sehen hier ein Bild mit einem Neonaten, wo doch ein großes Gewirr an Lines vorkommen auf relativ kleinen Raum. Wir sehen eine arterielle Line, wir sehen Ernährung, wir sehen einen Epiduralkatheter, wir sehen die Beatmung. Also doch sehr viele, viele verschiedene Möglichkeiten und auch viele Möglichkeiten, Dinge zu verwechseln. Everything that can happen, will happen, wurde mal gesagt. Wir haben bei uns im Krankenhaus eine Situation gehabt. Der Kollege hat eine Visite auf der Station gemacht und die Schwester berichtet, ja, sie hat die Schmerzpumpe gerade gewechselt und dem Patienten geht es gut. Der Anästhesist geht trotzdem zum Patienten hin und sieht, dass das Ropivacain jetzt nicht mehr am Epiduralkatheter, sondern am zentralen Venenkatheter angelegt war. Das war Gott sei Dank nur einige Minuten, es war auch eine niedrige Konzentration. Diesem Patienten ist Gott sei Dank nichts passiert. Trotzdem hat es uns wachgerüttelt, dass diese Verwechslungen doch sehr einfach und sehr schnell vorkommen können. In der Literatur findet man doch auch einiges dazu, wobei es keine randomisierten Studien zu dem Thema gibt, sondern das sind sehr, sehr viele Fallberichte. Hier sind einige Fälle publiziert worden, wo doch eine sehr hohe Anzahl von Todesfällen bei diesen Patienten zu finden war. Auch eine Severe Disability. Insgesamt von diesen 116 Fällen hat es also eine sehr, sehr hohe Mortalität und Morbidität durch solche Verwechslungen gegeben. Das Ganze wird seit den 1970er Jahren schon wieder punktuell erforscht und die ersten Verwechslungen und auch die ersten Verwechslungen, an die ich mich erinnern kann, sind immer Verwechslungen gewesen mit Ernährung. Ernährung, die entweder statt enteral parenteral verabreicht wurden, wo die Zusammensetzung nicht gepasst hat. Das waren so die ersten. Dann haben wir etwas später immer wieder mal Lachgas-Sauerstoff-Verwechslungen gesehen. Sie denken sich, das ist etwas, was nicht passieren kann. Sie werden sich wundern, was alles passieren kann. Druckluft kann intravenös verabreicht werden. Die enterale Ernährung habe ich schon erwähnt. Lokalanästhetika sind hier immer wieder ein Problem. Oder wir können auch IV-Medikamente perineural applizieren. Ja, hier ein Beispiel aus Tirol. Das ist Gott sei Dank jetzt auch schon wieder einige Jahre her. Ein neuer OP, der noch nicht zugelassen war, wurde in Betrieb genommen und der Patient ist darauf gestorben, weil eine Lachgas-Sauerstoff-Verwechslung stattgefunden hat. Es war zwar, die Narkosemaschine hat richtig funktioniert, aber die Leitungen von der Wand waren vom Installateur falsch angebracht, noch nicht zertifiziert und damit nicht korrekt abgenommen. Das Ganze passiert leider in Europa in den letzten 10 Jahren insgesamt 15 Mal. Also nicht nur in Tirol, sondern es gibt noch einige andere Fälle, die hier publiziert sind. Ja, auch die Verwechslung von Medikamenten ist immer wieder ein Problem, dass Lokalanästhetika intravenös verabreicht werden können, weil es hier ganz einfach keine entsprechenden Sicherheitsmechanismen gibt. Die Homepage der FDA ist ein Sammelsurium für die absurdesten Möglichkeiten, Dinge verwechseln zu können. Da habe ich ein Beispiel genommen, wie zum Beispiel anstatt in den Kaff nach einer Koronarangiographie die Luft zum Aufpumpen dieses Kaffs in die Schleuse
gepumpt wurde. Der Patient hat durch den hohen Druck, mit dem die Luft eingeblasen wurde, eine Luftembolie und damit einen Schlaganfall erlitten. Auf der FDA-Homepage, für alle, die es interessiert, gibt es noch die absurdesten anderen Möglichkeiten, welche Dinge in der Medizin verwechselt werden können. Warum passiert so etwas? Das eine ist, wir verwenden für die meisten Anwendungen idente Anschlüsse. Das ist zwar sehr praktisch, aber nicht unbedingt immer sicher. Wir haben ein Durcheinander von Lines und wenn wir uns dieses Bild anschauen, das ist jetzt nicht aus unserem Krankenhaus, aber ich könnte dieses Bild bei uns im Krankenhaus machen und wahrscheinlich auch in den meisten anderen Krankenhäusern. Nach einem Patiententransport schaut es leider immer sehr unordentlich aus. Schlechte Beleuchtung, vor allem der Patient kommt am Abend von irgendeiner Diagnostik oder aus dem OP zurück, dann will man vielleicht den zweiten Patienten im Intensivzimmer nicht aufwecken und ordnet die Lines bei schlechter Beleuchtung. Und wir haben natürlich auch eine sehr hohe Arbeitsbelastung, vor allem im OP und auf der Anästhesie. Schlicht und ergreifend durch sehr viel Unachtsamkeit kommt es zu diesen Verwechslungen. Ja, wir verwenden weltweit für die meisten Anwendungen einen identen Anschluss und das ist das Lührsystem. Dieses Lührsystem ist eigentlich für die intravenöse Gabe gedacht und hier sehen Sie zum Beispiel einen Pressure Cuff zur Druckinfusion, wie wir ihn für Arterien oder Transfusionen sehr gerne hernehmen. Und zur leichteren Verwendbarkeit ist der Dreiwegehahn im Lührsystem an dieses System angekoppelt. Wenn ich da etwas hineinspritze, wird zwar nichts passieren, aber es ist trotzdem eine artfremde Verwendung eines Produkts. Der Lyr-Connector ist schon vor deutlich über 100 Jahren in der Medizin eingeführt worden und hat sich vor allem im angloamerikanischen Raum sehr rasch verbreitet. In Europa war sehr lange, zumindest im deutschsprachigen Raum, war ein anderes System im Einsatz, das bis 1988 eigentlich da den Markt beherrscht hat. Und im Jahr 1988 kam es zur folgenschweren Katastrophe von Ramstein, an die sich wahrscheinlich sehr viele von Ihnen erinnern. Das Problem damals war, dass die von den Amerikanern behandelten Patienten mit ihren Zugängern in deutschen Krankenanstalten nicht weiter versorgt werden konnten, da in Deutschland das Rekordsystem und bei den Amerikanern das Lührsystem im Einsatz war. Jetzt hat es doch sehr häufig zu Behandlungsverzögerungen oder Schwierigkeiten in der Behandlung geführt. Anschließend an diese Katastrophe von Ramstein ist weltweit an das Infusionssystem, das Lyr-System eingeführt worden. Damit haben wir in den letzten, eigentlich mittlerweile über 30 Jahren, sehr gut gearbeitet. Man hat aber gesehen, dass doch manche Dinge jetzt passiert sind, die zwar eine leichte Verwendung für alle Anwendungen zulassen, aber doch manche Fehler passieren können. Die WHO hat deswegen im Jahr 2007 eine Kampagne gestartet zur erhöhten Patientensicherheit und als Punkt 7 ist in dieser Agenda für Patientensicherheit das Vermeiden von Fehlkonnektionen vorgesehen. Die ISO hat in weiterer Folge dann ein System entwickelt, mit dem verschiedene Anwendungen abgebildet werden können, damit verschiedene Anwendungen in einem nicht verwechslungsfähigen Adapter-Connector arbeiten. Wir sehen zum Beispiel den Punkt 3, das ist die enteralen und gastrischen Anwendungen. Das ist das, was wir seit Jahren eigentlich jetzt bei der enteralen Ernährung verwenden. Als Punkt 7 ist das uns bekannte Lyr-System jetzt neu publiziert worden. Das heißt, die ISO-Norm für die Lyr-Normierung ist entfernt worden und in dieser neuen ISO-Norm wieder neu veröffentlicht. Und als Punkt 6 ist da jetzt diese NR-FITS-Norm oder die N-Norm für die neuroaxialen und peripheren Nervenblockaden publiziert worden.
Was ist dieser N-Connector? Der N-Connector schaut auf den ersten Blick genauso aus wie der Lure-Connector. Er ist nur um 20% kleiner und etwas länger. Und vor allem der männliche Konus ist mit einer zusätzlichen Ummantelung versehen. Und damit ist es unmöglich, eine Lure-Spritze mit einem Enerfit Female Connector zu verbinden, beziehungsweise mit einer Enerfit Spritze in einen Lure-Katheter zu spritzen. Wie diese Norm publiziert worden ist, 2016, hat auch die DGAI eine Handlungsempfehlung, die ich jetzt nur der Vollständigkeit halber Ihnen bringe, publiziert, wie man denn mit dieser Umstellung vorgehen soll. Und ein wesentlicher Punkt, und der steht ganz vorne, das sind Adapterlösungen, sollen unbedingt vermieden werden. Adapterlösungen konterkarieren jede Form von Sicherheit. Die Verfügbarkeit dieser Produkte wird von der DGAI gefordert und das war für uns dann schon in weiterer Folge auch ein wesentlicher Punkt. Es gibt dann noch einiges, zum Beispiel, dass man mit Setpacks arbeiten muss und man soll sich auch entsprechende Möglichkeiten schaffen, damit man alle seine Prozesse im Krankenhaus wirklich abbilden kann. Und man muss sich bewusst sein, dass trotzdem noch Fehler passieren können. Also das hat auch die DGAI in ihrer Handlungsempfehlung schon entsprechend gefordert. Ja, wie hat das bei uns im Krankenhaus angefangen? Anfangs habe ich Ihnen diese Verwechslung, die bei uns passiert ist, schon berichtet. Wir haben in unserem regelmäßigen Patient Safety Meeting haben wir das besprochen und haben das mit einer sehr hohen Priorität eingestuft und haben gesagt, wir brauchen etwas, dass so etwas nicht mehr vorkommen kann. Wir sind auf der einen Seite einmal tätig geworden und haben unsere Lines farblich markiert, haben aber zusätzlich festgestellt, wir treten an die Industrie heran und fragen mal, gibt es von Seiten der Industrie schon irgendwelche Lösungen? Und zu diesem Zeitpunkt ist gerade die ISO-Norm publiziert worden und die großen Unternehmen haben gesagt, es kommt etwas, das ist der sogenannte N-Connector oder Enerfit, wie es dann genannt wurde, aber es gibt jetzt noch keine genaueren Definitionen und vor allem noch keine wirkliche Timeline. Wir haben dann gesagt, wir würden gerne mitarbeiten, wir wollen da an vorderster Front mitarbeiten und haben dann dieses Umstellungsprojekt vor allem von klinischer Seite gesehen und haben gemeinsam auch mit den Partnern von der Industrie hier Lösungen überlegt, Lösungen erdacht, bis Produkte dann am Markt waren, haben dann schlussendlich einmal einen Plan für die Umstellung gefasst und haben dann im Jahr 2018, Anfang Februar, es dann endlich geschafft, nachdem alle Produkte verfügbar waren, unser Krankenhaus an einem Tag umzustellen. Ja, wie haben wir das angesiedelt? Wir haben doch ein relativ hochrangiges Team in unserer Abteilung genommen. Wir haben zwei leitende Oberärzte, wir haben den Lead Buyer für unseren ganzen Konzern eingebunden, wir haben die Apothekerin, die leitende Schwester genommen und haben mit denen dann diesen Plan entwickelt, haben das ganze Krankenhaus geschult. Wir haben festgestellt, es ist nicht nur die Anästhesie, die das Ganze betrifft. Und nach der Umstellung haben wir dann auch diese Umstellung evaluiert, um zu sehen, wo sind Schwachstellen, wo müssen wir das Ganze nachevaluieren. Ja, von was für einer Größenordnung sprechen wir? Wir sprechen bei uns von einem Krankenhaus, wo wir etwa 30.000 Narkosen pro Jahr in Nicht-Covid-Zeiten durchführen. Wir haben ungefähr 5.500 Regionalanästhesien und davon ungefähr 1.400 Katheterverfahren. Also doch ein erhebliches Potenzial. Wir betreiben doch sehr viele OPs und wir haben gesehen, dass wir auch sehr viele Produkte im Regionalanästhesiebereich verwenden. Vor der Enerfit-Umstellung waren das insgesamt 230 Produkte von den verschiedensten Herstellern. Nach der Enerfit-Umstellung haben wir mit allen Zusatzprodukten, die wir brauchen, jetzt ungefähr 50 im Einsatz. Also wir haben neben der Umstellung von einem großen Wildwuchs an Produkten, konnten wir doch auch unser Produktportfolio deutlich schrumpfen.
Welche Abteilungen sind in einem Krankenhaus überhaupt mit Regionalanästhesie in irgendeiner Form befasst? Und wenn man genauer hinschaut, sind es fast alle Abteilungen. Es sind die chirurgischen Abteilungen sowieso, die Neurologie zum Beispiel mit Liquorpunktionen, die Pädiatrie. Aber auch, wir haben immer wieder gesehen, dass Patienten auch von der Chirurgie mit einem Regionalanästhesiekatheter auf die innere Medizin gekommen sind. Auf der Onkologie zum Beispiel werden intradekale Chemotherapien gemacht. Also es betrifft sehr, sehr viele Abteilungen. Und man muss alle diese Abteilungen ins Boot holen. Ja, was müssen Sie jetzt so tun, wenn Sie umstellen wollen? Man muss wirklich alle Regionalanästhesie-Prozesse gemeinsam erfassen. Es reicht nicht, wenn ich sage, ich mache nur die Katheterverfahren und alle Single-Shot-Verfahren lasse ich im Lührsystem. Das schafft nur eine fürchterliche Verwirrung bei den Kollegen. Wir haben bei uns im Haus zum Beispiel auf elektronische Pumpen verzichtet und sind bei Elastomerpumpen geblieben. Die waren in der ersten Phase ganz einfach leichter zu erreichen. Mittlerweile gibt es auch Disposables für elektronische Pumpen. Das hat es aber am Anfang noch nicht gegeben. Schulung, Schulung, Schulung und Information an alle Bereiche, vor allem an die Bereiche, wo Kollegen nur sehr selten mit diesen Produkten zu tun haben. Wir haben weiters noch ein Sicherheitskonzept für Medikamentenverwechslungen geschaffen. Wenn ich eine Ampulle habe und ein Medikament und eine Spritze, dann ist das dem Medikament vollkommen egal, ob ich das richtige Medikament in die falsche Spritze aufziehe oder nicht. Das heißt, Bereiche, in denen Medikamente sehr, sehr selten verwendet werden, also Lokalanästhetika auf Normalstationen, die sollen das möglicherweise gar nicht machen. Und da haben wir unsere Apotheke ins Boot holen können und die bereitet für uns Fertigspritzen steril zu, die die Normalstationen dann verwenden können. Wir haben zusätzlich auch noch im Bestellwesen verhindert, dass Normalstationen Lokalanästhetika aus Xylokain ordern können. Und worauf man ganz dringend verzichten muss, das ist eine Adapterlösung. Eine Adapterlösung führt dieses System von vornherein ad absurdum und Sie können damit keinen wesentlichen Sicherheitsgewinn erzielen. Am Anästhesie-Arbeitsplatz schaut es für uns so aus. Wir brauchen Lührprodukte für jeden Patienten, wir brauchen Enerfit-Produkte und wir haben einen Anästhesiewagen, wo wir hauptsächlich an Regionalanästhesie betreiben, entsprechend designt. Und im oberen Bereich, Sie sehen es, die gelben Enerfit-Produkte. Gelb ist zwar nicht eine definierte Farbe, aber es hat sich durchgesetzt, dass die meisten Hersteller diese Enerfit-Produkte in Gelb produzieren. Das ist damit ein sehr schöner optischer Teil und unten in der Lade sind die Lührprodukte, das heißt, das ist räumlich getrennt. Auf der Arbeitsfläche müssen wir natürlich alle Produkte, die wir brauchen, entsprechend gemeinsam lagern. Die Apotheke befüllt die Ropivacain-Spritzen, die auf der Normalstation verwendet werden. Es wird hier auch nur eine Konzentration für Ropivacain auf der Normalstation verwendet und die werden von der Apotheke zentral befüllt, verblistert, mit Ablaufdatum versehen und auf die Stationen geliefert. Das heißt, wenn der Patient einen Katheter hat und eine Bolusgabe vorgeschrieben wäre, dann bekommt der Patient das mit diesen Fertigspritzen. Ja, keine Umstellung ohne irgendwelche Pitfalls. Für uns war es am Anfang ganz schwierig, die Nebenprodukte auch wirklich zu planen. Da bestellt man mal für die Umstellung 1000 Aufziehnadeln und dann stellt man fest, die sind alle schon mal verschwunden, bevor man den ersten Patienten überhaupt gesehen hat. Das heißt, hier auch eine entsprechende Bedarfsplanung, ein bisschen großzügiger planen, gerade mal für die ersten Monate auch ein wirklich ausreichendes Portfolio. Ein Problem, das ist bis heute noch nicht gelöst, neurochirurgische Produkte wie die Ventrikeldrainage werden in dieser Norm ebenfalls abgebildet. Wir können das nicht machen, weil die Industrie ganz einfach bis jetzt noch kein Produkt für eine Enerfit-fähige Ventrikeldrainage auf den Markt gebracht hat. Da ist ganz einfach, sind die Hersteller von Ventrikeldrainagen noch säumig. Manche Produkte gibt es noch nicht. Das, was wir so gerne verwenden, dieser Kombistopper
für das Verschließen von Spritzen oder von Kathetern. Das gibt es jetzt nur als getrennte Produkte. Manche anderen Produkte, die wir gerne verwendet haben, wie Dreiweghähne aus dem Lösystem, die können Sie natürlich im NR-Fit-System jetzt nicht verwenden. Das heißt, man muss für alle Möglichkeiten, die man braucht, auch wirklich NR-Fit-Produkte besorgen. Mittlerweile sind die aber am Markt. Man muss nur in dieser Planung ganz einfach auch wirklich sehen, welche Produkte brauche ich und einmal einen Probelauf machen, ob auch wirklich alle Dinge da sind. Bei uns war es zum Beispiel die Verlängerungsleitung für den Kordalblock, die wir primär nicht gedacht haben, die wir dann nachbeschaffen konnten. Ja, es gibt dann für manche Kollegen nicht mehr die Lieblingsnadel, sondern es gibt dann schlussendlich nur mehr die Produkte, die am Markt sind, wobei das Metall der Nadel, das hat sich nicht geändert. Also dieses gewohnte Gefühl, mit dem wir arbeiten, ist weiter da, wobei es ganz einfach einen eingeschränkten Pool an Nadeln im Moment gibt. Der epidurale Blood Patch, das ist eine Schnittstelle zwischen dem LÜR und dem N-Connector-System. Und hier gibt es verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Es gibt ein System, das funktioniert, das verwenden auch wir. Und das ist ein eigenes Set, wo ein Adapter zwischen NR-Fit und LÜR drinnen ist. Und das ist ein Set, das ist sehr groß. Das heißt, da ist ein Adapter drinnen. Damit ist die Verwechslung, dass ich das für etwas anderes hernehme, nicht gegeben. Das heißt, ich brauche hier, wenn ich Blut für den epiduralen Blood Patch aus der Vene abnehme, brauche ich ganz einfach eine LÜR-Nadel, eine zur Blutabnahme und muss das dann aber in eine NR-Fit-Spritze aufziehen, damit ich das dann epidural verabreichen kann. Das ist eine Schnittstelle, die ist ganz einfach nicht anders lösbar. Wir haben das erst mit anderen Ideen überlegt, ob man mit einer Transfernadel arbeiten soll. Das hat sich von der Geschwindigkeit des Klottens des Blutes als nicht praktikabel erwiesen. Dieses Set mit dem Adapter habe ich jetzt schon öfters verwendet und das funktioniert auch wirklich sehr gut. It's no magic bullet, das heißt, man darf sich nicht zu sicher sein. Das ist jetzt ein Fall, der nicht im Bereich der Regionalanästhesie oder nicht im Bereich des N-Connectors passiert ist, aber hier ist ganz einfach Rocuronium und Ropivacain beim Kordalblock verwechselt worden. Dem Patienten, dem Kind ist Gott sei Dank nichts passiert, aber Sie sehen ganz einfach, wie schnell es passieren kann, dass ich ein falsches Medikament in die richtige Spritze aufziehe. Und die Industrie ist manchmal mehr auf Corporate Identity als an Medikamentensicherheit interessiert. Sie sehen von einem Hersteller, der im Moment mit einem Impfstofffilm bekannter ist als mit diesen Produkten, aber man erkennt das Design sehr schnell, aber es handelt sich hier doch um drei verschiedene Produkte, die doch ganz anders einzusetzen sind. Das heißt, neben einer doch deutlich erhöhten Sicherheit durch diesen N-Connector kommt es immer auf das stumpfe Ende der Nadel an und wir müssen ganz einfach wirklich darauf aufpassen, was wir in diesem Bereich machen und wir dürfen uns in diesen Bereichen nicht wirklich zu sicher sein. Und damit bedanke auch ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich werde jetzt mal schauen, was wir für Fragen bis jetzt bekommen haben. Gernot, du bist auch wieder online. Ja. So, die ersten Fragen sind gleich einmal an dich gegangen. So, geben Sie noch eine Dosis auf den Astrum Vastus Medialis oder stechen Sie so hoch, dass dieser mit eingeschlossen ist? Nein, nicht separat. Der Ramus muscularis müsste eigentlich dabei sein. Wir stechen relativ früh unter die Membran. Sie haben es bei der Ausbreitung der Luft vielleicht gesehen, wie weit die sich doch in diesem Kompartiment verteilt. Und dank des hohen Volumens müssten wir diesen eigentlich erreichen. So, das nächste ist auch wieder an dich.
Zeigen sich systemische Nebenwirkungen bei der Verabreichung von 90 Mikrogramm Dexidometin? Seht ihr das? Ja, das sehen wir. Also vor allen Dingen eine in gewisser Weise leicht sedierende Nebenwirkung, die wir aber gar nicht so ungern sehen bei diesen Patientinnen und Patienten. Wir sparen uns da hin und da mal eine Sedierung oder die Patienten sind entspannt im Aufwachraum, wenn sie auf die OP warten, verbringen eine gute Nacht, sind aber immer gut weckbar. Also es ist nie zu viel, was uns stören würde. Aber es ist vorhanden und wir sehen auch eine leicht radikalisierende Wirkung in dem Sinne, dass eine Aufgeregtheit im Sinne von einer Tachykardie auf eine Normofrequenz reduziert wird. Das sind die zwei häufigsten Dinge. Und was man natürlich vielleicht auch noch erwähnen sollte, wenn die Patienten einen Adduktorenkanalkatheter über mehrere Tage haben und wir dann nach 24 Stunden eine Neurokontrolle durchführen, dann ist es durchaus hier und da mal der Fall, dass noch eine verbleibende Hypästhesie vorhanden ist. Also darüber klären wir die Patienten auf und beruhigen sie. Die vergeht über Tage in aller Regel. Ja, dann eine Frage zur Maximaldosierung vom Ropivacain. Was sind so eure Maximaldosen? Also wir unterscheiden hier zwischen der Maximaldosis, die wir als Single Shot verwenden. Da sind wir so bei 3 bis 4 Milligramm pro Kilogramm. Da wären wir jetzt bei den 420 Milligramm, die der Kollege genannt hat, drüber. Allerdings die Tagesmaximaldosis liegt in der Fachinformation zwischen 700 und 800 Milligramm. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass sich die Pharmakokinetik hier darstellt. Wenn die Kollegen eine LIA stechen, dann haben wir entweder eine Stunde, eineinhalb Stunden vorher unsere 60 Milligramm appliziert oder wir haben dank der LIA durchaus noch eine Stunde danach Zeit, bis wir den Katheter anlegen und dann die 60 Milligramm applizieren. Und die anderen 60 Milligramm sind dann im Abstand von 8 bis 12 Stunden. Also somit gibt es da kein Problem. Was wir auch noch festgestellt haben bei der Literaturrecherche, dass durchaus auch Studien durchgeführt wurden, wo man ganz bewusst Ropivacain intravenös Probanden verabreicht hat, um zu sehen, wo, bei welcher Dosierung die neurologischen Symptome beginnen. Und da lagen die Dosen durchaus auch mal durchaus höher als 60 Milligramm beim eventuell auch dem Doppelten. Also mit 60 Milligramm langsam IV dürfte, es ist aber vorsichtig zu verstehen, in aller Regel wenig passieren. Also da gibt es durchaus Studien, die das belegen. Danke. Das nächste ist zur Blutsperre. Du hast erwähnt vorher, dass ihr ja sehr häufig den Katheter überhaupt erst postoperativ anlegt. Seht ihr Probleme mit Katheter und Blutsperre, wenn ihr den präoperativ macht? Deswegen nicht, weil in dem Rapid Recovery oder Fast Track Konzept die Blutsperre nicht vorgesehen ist. Es ist ein Meilenstein in der Versorgung dieser Patienten, dass diese ohne Blutsperre versorgt werden, sodass wir da keine Probleme sehen. Aber selbst bei anderen Operationen, wo wir Katheter im Bereich der Blutsperre haben, machen wir uns da wenig Sorgen, weil die doch sehr schonend angelegt wird. Und dabei kommt es eigentlich zu keinen Problemen bei uns. Das ist auch etwas, was ich in der eigenen Praxis sehe. Also bei uns wird zumindest über die wenigen Minuten, in denen der Zement aushärtet, eine Blutsperre angelegt und wir haben eigentlich nie irgendwelche Probleme mit den Kathetern. Die sind durch die entsprechenden Fixierungstechniken sehr, sehr gut in situ. Auch ein Knicken oder so hätte ich in der letzten Zeit überhaupt nicht gesehen. So, die nächste Frage, wenn Sie im unteren Drittel des Adduktorkanals punktieren, müssen Sie dann immer die Arterie femoralis überqueren? Ja, ganz einfache Antwort, ja. Die Lokalisation ist von uns bewusst so gewählt und also es ist nicht unangenehm für uns, dass wir wirklich zwei Strukturen haben, wo wir den Katheter bewusst zwischenlegen können, zwischen die Membran einerseits und die Arterie andererseits. Vor der Arterie habe ich dank ihrer dicken Wandung anatomisch gesehen wenig Sorge. Die kleinen fiesen Venen, die es da in der Gegend geben kann, die sind, glaube ich, riskanter zu sehen. Ja, danke. Wir wechseln jetzt zum Enerfit-Thema, fragentechnisch.
Das erste, die PDA-Infusion auf den ZVK, das ist eigentlich ein Hinweis. Das habe ich bei meinem Vater auch bei einem Krankenhausbesuch erlebt. Und das hat uns ganz einfach so hellhörig gemacht. Ein Krankenhaus, das sagt, es gibt keine Fehlkonnektion oder keine Verwechslungen, die schauen sich ihre Patienten bzw. ihre Daten nicht an. Das ist menschlich, dass so etwas passiert. Und aus diesem Grund arbeiten wir und versuche ich auch wirklich immer Werbung zu machen, dass wir hier mehr Sicherheit hineinbringen. Danke für den Input. Der nächste, wir haben eine Feature für das gesamte Klinikum eingeführt. Problematisch ist die Neurochirurgie, die natürlich noch nicht eingebunden ist. Und das ist unser Problem. Also es gibt nicht so viele Hersteller für Ventrikeldrainagen beziehungsweise auf der anderen Seite dann auch für das Monitoring-Device von den Ventrikeldrainagen. Und da ist die Industrie ganz einfach nach wie vor säumig. Das ist nach wie vor ein Problem. Wir können bei den Ventrikeldrainagen, wir haben eine sehr große Neurochirurgie, leider im Moment nur im Lührsystem bleiben. Auch da hatten wir zum Beispiel schon eine Fehlmedikation. Bei einer CT-Fahrt hat der Patient dann in die Ventrikeldrainage Propofol gespritzt bekommen. Ja, auch hier wird es immer wieder zu Verwechslungen kommen. Was nutzen Sie zum Aufziehen? Filternadeln, Holm oder Spike? Unsere bekannten Aufziehnadeln sind nicht verfügbar. Also wir verwenden sowohl Filternadel als auch diesen Strohhalm in verschiedenen Längen. Wir sind mit den Filternadeln zwar nicht immer ganz glücklich, aber es ist ganz einfach ein entsprechendes Sicherheitsprodukt und auch unser Konzern hätte gerne, dass wir um irgendwelche Partikelkontaminationen zu vermeiden, dass wir Filterhalme und Straws verwenden. Spikes haben wir im Moment nicht, aber mit der Nadel und dem Straw kommen wir sehr gut aus. Sind in der Umstellungsphase Patienten zu Schaden gekommen, weil eine gewohnte Strategie im Notfall nicht funktioniert hat? Könnte es nicht sein, dass man das neue System mehr Patienten schädigt, als das im alten System geschehen ist? Also in der Umstellungsphase ist uns von keinem Fall berichtet worden, wo es irgendeinen Fehler gegeben hat. Und wir haben zumindest, uns ist kein Patient zu Bewusstsein gekommen, wo sie eine entsprechende Verwechslung bekommen hat oder wo ein Patient keine Behandlung bekommen hätte, weil etwas nicht verfügbar gewesen ist. Zur Number Needed to Treat, wie viel notwendig ist, um wirklich einen Patienten zu retten, kann ich ganz einfach zu wenig sagen, weil dazu ist insgesamt natürlich die gesamte Fallzahl an Nebenwirkungen sehr gering. Wenn wir uns aber ganz am Anfang anschauen, dass wenn es zu Verwechslungen kommt, dass es meistens fatale Nebenwirkungen sind, die vor allem auch wahrscheinlich für das Klinikum einen hohen juristischen Aufwand und einen PR-mäßigen Schaden zusätzlich noch hat, neben dem menschlichen Leid, glaube ich, ist das neue System durchaus gerechtfertigt, vor allem es ist wirklich einfach anwendbar und seine gewohnten Techniken in der Durchführung einer Blockade muss niemand verlassen. Nutzen Sie standardmäßig den normalen Enerfit Slip oder die Enerfit Lock? Wir verwenden beides. Bei den kleinen Spritzen 3 und 5 Milliliter verwenden wir den Enerfit Slip und bei 10 und 20 verwenden wir standardmäßig den Enerfit Lock, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht zu viele verschiedene Spritzen bei uns in Verwendung haben. Und so hat sich das eigentlich relativ gut eingebürgert. So, Gernot, noch eine Frage an dich. Wer führt die LIA durch, der Anästhesist oder der Operateur? Ja, es ist der Operateur, der es bei uns macht. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Es ist standardmäßig am Ende der Operation. Das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt. So, damit hätten wir jetzt alle Fragen beantwortet.
Ich darf mich für Interesse bedanken, auch für die vielen sehr interessanten Fragen und gebe wieder zurück an den Herrn Holzer. Ja, auch ich darf Ihnen beiden ganz herzlich danken für Ihre spannenden Vorträge. Auch die vielen Fragen haben gezeigt, da ist einiges an Diskussionsbedarf gewesen. Vielen Dank, dass Sie heute unsere Referenten waren. Ihnen allen herzlichen Dank, dass Sie unsere Gäste waren. Bevor ich jetzt eine kleine Bewertungsumfrage starte, zu der ich Sie bitte, einfach noch eine Minute sich Zeit zu nehmen, darf ich Sie an unser nächstes Webinar erinnern, diesmal am 3. Mai. Also es geht jetzt wieder mit dem ersten Montag im Monat weiter. Am 3. Mai dann der PSOAS-Compartment-Block und auch die Ultraschallunterstützung bei der PDA. Sie sind alle wieder herzlich eingeladen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und damit starte ich kurz die Umfrage. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.